Herrn Habert, CDU-CSU. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich. Mit diesen Worten hat Bundespräsident Gauck uns den Weg zu einer verantwortungsvollen Flüchtlingspolitik gewiesen. Und deshalb haben wir in den vergangenen Jahren, weil unser Herz weit ist, die Augen nicht verschlossen vor den Menschen, die Zuflucht in unserem Land gesucht haben. Und wir haben Zuflucht in einer sehr großzügigen Weise gewährt. Weil wir wissen, dass unsere Möglichkeiten endlich sind, wissen wir aber auch, dass man die Aufnahmefähigkeit und die Integrationsbereitschaft eines Landes und einer Gesellschaft nicht überfordern darf. Dem wird der Gesetzentwurf, den wir heute in diesem Parlament verabschieden werden, gerecht. CDU, CSU und SPD haben sich in einer schwierigen Phase, einer schwierigen Aufgabe gemeinsam gestellt. Keine Partei hat es sich einfach gemacht und auch keine beteiligte Person hat es sich einfach gemacht, weil wir wissen, dass es bei Flüchtlingspolitik um den Umgang mit dem Schicksal von Menschen geht. Herr Kollege Habert, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Dr. Sitte? Ich gestatte gerne eine Zwischenfrage der Kollegin Sitte. Danke, Herr Habert. Angesichts des Verhandlungsergebnisses zitiere ich mal zwei Vertreter zwei verschiedener Parteien. Und daran schließe ich meine Frage an. Herr Martin Schulz lässt sich zitieren, wörtlich: Die SPD hat über die im Sondierungsergebnis hinaus vereinbarten 1.000 Angehörige pro Monat eine deutlich weitergehende Härtefallregel durchgesetzt. Dagegen Alexander Dobrindt, ich zitiere wieder: Mit der Neuregelung wird der Anspruch auf Familiennachzug für subsidiär Geschützte endgültig abgeschafft. Neue Härtefallregelungen, die ein Mehr an Zuwanderung bedeutet hätten, gibt es nicht. Nun frage ich Sie als Vertreter der Union, wie ist es denn nun? Wo finde ich eine konkrete, klare Regelung in diesem Gesetz? Wo kann ich es nachlesen? Wenn es nicht in diesem Gesetz steht, dann ist doch daraus nur zu schließen, dass es wieder nur eine Ankündigung ist, die kommen kann, aber nicht kommen muss. Auf jeden Fall ist sie nicht verlässlich. Und wieso glauben Sie angesichts dieser unterschiedlichen Interpretationen, dass Ihnen die Leute, sowohl in der SPD, die darüber entscheiden sollen, ob es diese Koalition geben soll, als eben auch die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land glauben sollen, dass Sie das gebacken bekommen? Frau Kollegin Sitte, Sie haben mich gefragt, wo in diesem Gesetz die Regelungen sind, die einerseits die Bereitschaft, Menschen in einer schwierigen Situation aus humanitären Gesichtspunkten Zuflucht zu gewähren und andererseits der Integrationsfähigkeit unseres Landes Rechnung zu tragen, eigentlich enthalten sind. Ich will es Ihnen gerne erläutern. Wir haben vor dem Hintergrund unserer Überzeugung, dass Zuwanderung auch zahlenmäßig begrenzt werden muss, vorgesehen, dass es einen jährlichen Maximalkorridor von 180.000 bis 220.000 Menschen pro Jahr gibt. Und wir haben geregelt, dass es ab dem 1. August 2018 einen humanitär motivierten Zuzug von 1.000 Menschen pro Monat zu subsidiär Schutzberechtigten geben wird. Die Kriterien, die im Einzelnen Anwendung finden, werden wir in einem weiteren Gesetz definieren, mit dem der Deutsche Bundestag in den kommenden Wochen befasst sein wird. Für uns ist klar, und so haben wir das mit den Sozialdemokraten vereinbart, dass der Familiennachzug nur gewährt wird, wenn es sich um Ehen handelt, die vor der Flucht geschlossen wurden, wenn keine schwerwiegenden Straftaten begangen wurden, wenn es sich nicht um Gefährder handelt. Und wenn der Nachzug und dass der Nachzug auch nur dann gestattet wird, wenn eine Ausreise kurzfristig nicht zu erwarten ist. Diese Kriterien
werden wir in den Gesprächen mit Leben erfüllen. Wir haben in den vergangenen Tagen gezeigt, dass wir auch in einer Phase, in der es noch keine neu gewählte Regierung gibt, unserer Verantwortung für dieses Land gerecht werden. Und in diesem Geiste werden wir miteinander die Kriterien in den kommenden Wochen in diesem Parlament verabschieden und dann auch gerne mit Ihnen diskutieren. Herr Kollege Habert, jetzt hat sich noch die Kollegin Frau Dr. Rottmann, Bündnis 90 Die Grünen, zu einer Zwischenfrage gemeldet. Sehr gerne. Vielen Dank. Sie beziehen sich immer auf die Integrationsfähigkeit dieses Landes. Und die Frage, die mich schon länger umtreibt, ist, mit welchen Kommunen haben Sie eigentlich gesprochen, außer mit dem Chef des Deutschen Städte- und Gemeindebunds CDU, Herrn Landsberg? Ich habe zum Beispiel gestern Abend mit Stadträten aus Aschaffenburg gesprochen. Und die haben Angst vor diesem Sondierungsergebnis aus zwei Gründen. Punkt eins. Sie haben die Flüchtlinge bisher dezentral untergebracht, professionell betreut und Sie drohen ihnen an, sie wieder in Gemeinschaftsunterkünfte zu stecken. Davor haben die Kommunen Angst. Und Punkt zwei, Sie haben eine gut funktionierende Infrastruktur. Sie haben ehrenamtliche Helfer, Sie haben professionelle Helfer, 30 Stück für ganz Aschaffenburg. Die Struktur ist da, sie ist aufnahmefähig. Die haben mir gestern gesagt, 60.000 Kinder nach Deutschland, das ist für uns Kommunen überhaupt kein Problem. Frau Kollegin Rottmann, Sie sollten. Sie haben mich gefragt, mit welchen Bürgermeistern, mit welchen Oberbürgermeistern ich gesprochen habe. Ich kann Ihnen zunächst einmal sagen, jenseits der Gespräche mit Verbänden, mit Bürgermeistern und Oberbürgermeistern meines Wahlkreises. Ich gehöre diesem Bundestag seit gut 8 Jahren als ein direkt gewählter Abgeordneter an, für den es sehr naheliegend ist, dass er nicht nur mit Funktionären spricht, sondern mit ganz normal mit den Bürgermeistern und Oberbürgermeistern meines Wahlkreises. Und ich sage Ihnen, ich kenne keinen einzigen Oberbürgermeister oder Bürgermeister, der in den letzten Wochen auf mich zugekommen wäre und gesagt hätte, die Integrationsprobleme in meiner Kommune lassen sich dadurch lösen, dass mehr Menschen kommen. Ich bin aber von vielen Oberbürgermeistern und Bürgermeistern um Gespräche gebeten worden, die mir gesagt haben, trotz besten Willens, Flüchtlinge in unsere Gesellschaft zu integrieren, sind wir an einem Punkt angekommen, an dem wir sagen müssen, unsere Kapazitäten sind endlich. Das ist die Realität in diesem Land. Für uns ist es wichtig, dass wir die Bereitschaft, Menschen, die Schutz benötigen, dass wir solchen Menschen Zuflucht gewähren, die Bereitschaft dazu, in unserem Land auch langfristig zu erhalten. Wir sind überzeugt, die Bereitschaft, notleidende Menschen aufzunehmen, kann langfristig in diesem Land nur erhalten werden, wenn die Bereitschaft, Menschen aufzunehmen, nicht überfordert wird. Und wir haben in den vergangenen Jahren in diesem Land, und deshalb finde ich es auch schade, wenn von Teilen dieses Parlaments versucht wird, die große humanitäre Leistung, die dieses Land in den vergangenen Jahren erbracht hat, kleinzureden. Wir haben in diesem Land mehr Menschen aufgenommen, die in Not geraten waren in den vergangenen Jahren, als der Rest Europas zusammen. Und ich glaube, das sollten wir in puncto humanitärer Bereitschaft, humanitäres Wohlwollen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, meine Damen und Herren. Wir sind aber nicht der Auffassung, dass Integration am besten funktioniert, wenn möglichst viele Menschen in unser Land kommen, sondern wir sind der Überzeugung, Integration funktioniert dann am besten, wenn wir uns auf diejenigen konzentrieren, die eine langfristige Bleibeperspektive in unserem Land haben, wenn wir schauen, dass wir diese Menschen in puncto Sprache, in puncto Arbeitsleben, in puncto Gesellschaft
in unser Land integrieren. Und das funktioniert eben nicht, wenn wir einen unkontrollierten Zugang, eine unkontrollierte Zuwanderung in unser Land haben. Und deshalb sage ich Ihnen, ich möchte sehr herzlich bitten, dass wir in einer schwierigen Zeit, in einer schwierigen Frage das Gesetz, das wir dem Deutschen Bundestag vorgelegt haben, heute zu verabschieden. Es ist unsere Überzeugung, dass wir damit die Weichen richtig stellen, dass wir damit die Weichen richtig stellen, auch für eine Gesellschaft, die in 5 und in 10 Jahren noch die Akzeptanz aufbringt, Menschen aufzunehmen, die tatsächlich in Not geraten sind. Dafür ist es erforderlich, dass wir diese Gesellschaft heute nicht überfordern. Ich bitte Sie um Ihre Zustimmung. Herzlichen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Burkhard Lischka, SPD.